Herzlich willkommen zum Video mit dem vereinheitlichten Transformationswerkzeug Objekte begradigen oder schiefstellen. Ich habe dazu zwei Grafiken, zwei Fotos hereingeholt von Pixabay. Wo du diese Fotos bei Pixabay findest, siehst du dann in der Videobeschreibung beim YouTube-Video. Erste Vorbemerkung wichtig ist, wenn du diese begradigen möchtest und mit dem Werkzeug, der vereinheitliches Transformationswerkzeug arbeiten möchtest, solltest du schauen, dass diese Bilder zur Gänze, hier siehst du den Eiffelturm, zur Gänze wirklich ersichtbar sind. Ja? Denn wenn du dieses Werkzeug hier verwendest, das ist dieses hier, das vereinheitlichte Transformationswerkzeug, ich klicke hier rein, dann musst du die gesamten Anfasser sehen können. Ich möchte jetzt hier den schiefen Turm von Pisa begradigen. Dazu hole ich mir zuerst einmal eine Hilfslinie herein. Mit der linken Maustaste ziehe ich mir die vom Lineal herein. Und hier ziehe ich mir ebenfalls eine herein, nämlich in den Bereich hier dann der Kirche. Und ich möchte dann den schiefen Turm von Pisa daran ausrichten. Ich greife mal hier oben an den Anfasser. Du siehst, er richtet sich jetzt hier aus. Ich bin jetzt hier ungefähr senkrecht damit. Ja. Ich kann dann ebenfalls hier dann schauen und sehe dann, dass das hier aber nicht sehr schön passt und ziehe jetzt dann da herunter. Versuche das hier anzupassen. Sieh, dass das hier jetzt zumindest waagrecht ist. Der Turm scheint immer noch so halbwegs senkrecht zu sein. Könnte jetzt hier noch ein bisschen nacharbeiten, könnte die Höhe verstellen zum Beispiel. Könnte es hier noch einmal ausrichten. Sehe aber, dass das hier eigentlich gar nicht so viel bringt. Stelle es hier wieder hin. Und hier könnte ich dann zum Beispiel, wenn ich es hier anfasse, könnte ich hier nochmal die Höhe ein bisschen verstellen. Hier unten könnte ich dann ebenfalls die Höhen verstellen. Aber ich glaube, soweit passt es jetzt hier, was die Höhe betrifft. Stelle ich es wieder ein. Hier könnte ich ebenfalls, dann, wenn ich sie hier rüberziehe, den Abstand hier dann ebenfalls einstellen, dass es hier dann irgendwie waagrecht wäre. Ich führe dann die Transformation durch, habe dann hier dieses Bild, könnte es dann zuschneiden mit dem entsprechenden Zuschneidewerkzeug, das wäre dann hier, klicke dann da hinein, nehme den Bereich dann, suche ich heraus und drücke dann Enter und hätte hier dann einen senkrechten Turm. Hier habe ich dann einen weitestgehend senkrechten Eiffelturm. Ich kann mir das anschauen mit der entsprechenden Hilfslinie, gedrückte linke Maustaste von Lineal. Man sieht, dass das sehr senkrecht lästig ist. Arbeite wieder mit dem Werkzeug, das vereinheitlichte Transformationswerkzeug, klicke hinein und kann jetzt hier durch nach rechts zum Beispiel etwas drehen. Ja, oder wieder zurück und könnte nach links zum Beispiel mir nehmen. Kann hier dann ein bisschen. Ich könnte sogar so arbeiten an dieser Perspektive, das wollte ich jetzt aber natürlich nicht. Sondern es reicht mir, ihn ein bisschen schief zu stellen, ohne dass das zu deutlich wird. Ich kann hier noch ein bisschen nachhelfen, indem ich ein bisschen nach oben setze. Klicke auf Transformation und der Turm steht schief. Und ich gehe wieder zum Schneidewerkzeug und könnte dann hier wieder so vornehmen und könnte den dann so zuschneiden und hätte dann hier, ich wieder Enter drücke, einen schiefen Eiffelturm. Ja, also siehst, man kann einiges machen mit diesem Werkzeug, mit dem vereinheitlichen Transformationswerkzeug. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich auch beim nächsten Video aus meiner Reihe GIMP einfach erklärt.